Heute gucken wir uns Set 553-58 an, die Minifigurenfabrik. Dabei handelt es sich um das aktuellste Gratis-Set, das es ab 65 Euro Einkaufswert gibt. Das Set hat 86 Teile und eine Lego-Minifigur. Das Besondere ist, dass dieses Jahr nicht nur 60 Jahre Lego-Stein ist, nämlich das Patent, wozu wir ja schon das Set gezeigt haben, sondern es ist auch 40 Jahre Minifigur. Das heißt, vor 40 Jahren gab es die erste Lego-Minifigur in einem Set. Dazu gibt es wieder ein besonderes Set, wie das ja so ist bei diesen Feierlichkeiten. Und das Schöne ist diesmal, es ist in einem Pappdiorama. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass es diese kleine Pappschachtel gibt und da ist das Lego drin. Laut Anleitung ist die Grundplatte, diese graue, auf der man diesen Bautisch da baut, auch eigentlich gar nicht fest drin. Bei mir war es aber fest eingeklebt. Ich habe das eben gar nicht da rausgekriegt. Deswegen ist es auf jeden Fall fest und man braucht diese Pappe auch für eine ganz Besonderheit. Es gibt eine Minifigur, dabei handelt es sich um einen Lego-Fabrikmitarbeiter, der auch schicke Uniform anhat und wir haben an der Seite ein paar Figurenzeichnungen quasi, wie die Figur funktioniert und wie sie aufgebaut ist. Und das Besondere ist, dass wir hier 5 kleine Mikrofiguren haben, die die Entwicklung der Minifigur quasi darstellen. Und da ist auch schon das Besondere, nämlich ist ein weiterer Kartonstreifen, der bedruckt ist, hinten dran gebaut. Und wenn man den hinten an der Packung quasi hin und her schiebt, dann kann man diesen Werkstisch auch hin und her schieben und kann sich dann dabei die einzelnen Lego-Figuren angucken. Ich finde die Idee auf jeden Fall sehr, sehr cool, so eine Minifigurenfabrik zu machen und die einzelnen Minifiguren auch in den Mikroscale dann dazu zu packen. Was ich ein bisschen schade finde, ist allerdings, dass der Pirat auf dem Bild hinten ein bisschen andere Klamotten hat als vorne. Okay, kann man drüber streiten. Den Einbau in den Karton finde ich eigentlich eine witzige Idee. Vor allem, weil man es auch mal zumachen kann und dann staubt das nicht so ein, wenn man sich irgendwo hinstellt. Verglichen mit dem Patent-Lego-Teil, wo es diese 4 Mikromodelle dazu oder Kleinmodelle dazu gab, finde ich das andere allerdings ein bisschen schicker mit den 60 Jahren. Das hat mir einfach besser gefallen, auch weil es eben einen Sonderstein mit 60 Jahre Lego-Stein gab und bei der Minifigur gibt es jetzt hier nur eine, ich sag mal, normale Minifigur dabei, die immerhin ein Arbeitsoutfit anhat. Aber es ist eben keine besonders bedruckte. Aber ein durchaus akzeptables, sehr schönes Set.